Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Wound King. Und dann gehen wir mal gucken, was hier oben ist. Die Flucht eines Verzweifelten. Tauchten ein Meer aus Dünen gegen ein Meer aus Salzlake. Beide kämpften gegen viele Monster, aber eines werde ich nicht vergessen, bis zu dem Tag, an dem sie meine Gebeine in die Wüste Shurimas zurücksenden. Unser Taucher war in die Tiefen hinabgetaucht und der Captain befahl ihm, die Leine zu kapern. Ich sah nur zu, denn ich wollte nicht der Nächste sein. Ich wusste, dass er nicht zurückkehren würde. Dieser Tage hörte ich von einem Gespenst, das mit Haken und Seil herumspuckt. Zieht seine Opfer damit sonst wohin. Keiner kehrt zurück. Das heißt, er habe eine Liste mit Namen, die er durchstreicht. Er hat schon zu viel durchgestrichen. Ich weiß, dass ich auf dieser Liste stehe. Anfangs nicht, aber jetzt schon. Ich spüre es. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich kann nicht länger in Bilgewasser bleiben. Es wird Zeit, dass ich nach Shurima zurückkehre. In den Dünen bin ich sicher vor ihm. Das ist meine letzte Nachricht hier. Im Morgengrauen stechen wir in See, aber ich höre immer wieder das Peitschen seines Seiles. Ich spüre, wie seine Augen mich wartend anstarren. Okay. Gut. Was ist das? Sieht aus wie ein fliegender Hund. Sah zumindest gerade so aus. Also wie so ein flauschiger Hund. Ist nur so eine Fauststein-Statue. Was ist das denn? Hä? The fuck? Menge vorbei. Okay, Windgötze. Wen greifen wir denn mal an? Ich. Okay, Laui hat einmal Menge Damage gemacht. Ich wollte gerade fragen, warum habe ich Yasuo dabei? Nicht so schlecht. Menge vergessen, was im letzten Part passiert ist. Ja, machen wir dich weg. Schon sitzt du. Und kein Mucks mehr. Und dann gleich. Okay. Ich muss meine Instinkte kontrollieren. Okay. Gut. Da liegt auch noch eine Schriftrolle. Oka und Ufsen. Roday, ich habe dich und die Kugelschlachter gewarnt. Zeig euch immer noch respektvoll. Pai Langi, es wird Zeit, dass ihr an andere Ufer schwimmt. Diese Gegend gehört uns. Dachtet ihr etwa, eure Waffen aus Piltover beeindrucken uns? Ihr wisst nichts über meine Kultur. Ihr habt keine Wellenbringer, keine Schlangenufer. Die Buru sind auf meiner Seite und sie würden euch auf einen Fingerzeige Fingerzeig von mir platt machen. Außerdem haben wir jetzt auch einen Eisgeborenen aus Freljord in unserem Reihen. Kokoburus bringt die Besten und Stärksten zueinander. Und hast du schon Angst? Die Leichen deiner Krieger liegen noch auf deinem Schiff, auf deinen Schiffen. Schrubb ihre Überreste von Deck und verzieh dich zu irgendeinem Haufen, der dich aufnimmt. Der kleine Orku. Die Turbine sieht verdächtig aus. So dumm, dass wir sie nicht erreichen können. Vielleicht nicht, aber der Wind kennt Grenzen. Stealth-Action, in welcher Level bist du?
meine, an sich würde ich sagen, lass kämpfen, aber... Gehen wir es mal. Ach, es geht. Okay. Leben heißt kämpfen. Ich habe Thresh überlebt, also was soll's hier? Dich überlebe ich auch noch. Komm mir nicht wieder in die Quere. So, was haben wir hier? Nix. Die Tür ist fast verschlossen, doch sie nicht angezündet. Warte. Doch die nicht angezündeten Feuerschalen um sie herum lassen erahnen, wie man sie vielleicht öffnen könnte. Nicht angezündeten Feuerschalen? Was davon? Feuerschalen? Ich sehe keine Feuerschalen. Aber okay. Und Feuer sehe ich auch nicht. Aber okay. Dann doch hier lang als erstes, I guess. Ich frage mich halt, wie lange das Spiel noch geht. Diese Tür wurde total verbarrikadiert. Von dieser Seite aus lässt sie sich nicht öffnen. Okay, also doch oben lang. Gut, dass ich es probiert habe. Dann habe ich aber trotzdem keine Ahnung, wie es weitergeht, muss ich gestehen. Habe ich gar keine Ahnung. Guck mal da, das habe ich nicht gesehen. Ich vergesse das mit Yasuo. Hier gearbeitet werden muss. Leben heißt kämpfen. Horn dich mal ein bisschen. Das hat sicher wehgetan. Sie nicht. Jo, hat der eine schon mal tot. Und dann einfach weiter mit dem anderen Druckklopfen. Ich wünschte, man könnte das Kampftempo noch schneller machen. Ich finde das irgendwie zu lahm. Keine Ahnung. Das finde ich ein bisschen arg nervig. Alles klar. Dann kloppen wir mal hier drauf. Mit den Tage, den viel fährst du jetzt mit angreifen? Natürlich ausgerechnet den. Bereit für mein wahres Gesicht? Ah ja, klar. Ich schmecke. Du hast es nicht anders verdient. So.
Stand da nicht was von Fackeln? Oder habe ich statt Fackeln Turbinen gelesen? Das kann halt auch sein, aber... Das Ding ist, ich mag das Spiel, aber ich wünsche mir trotzdem, dass das langsam zu Ende geht, weil ich spiele das halt über eine andere Person und ja, mit der habe ich mich leider gestern ziemlich stark gestritten. Also nicht nur stark gestritten. Oku und Yvesson, liebster Cousin, hier ist es schlimmer und schöner, als man es sich vorstellt. Bilgewasser ist eine Jauchgrube, die bei Langi baden selten und stinken oft. Schlimmer noch, sie wissen nicht, was sauberes Wasser ist. Sie sind von unseren alten Fabriken umgeben, aber sie wissen nichts damit anzufangen. Im Bilgewasser leben heißt, wie ein Tier zu leben. Dennoch befolge ich Ilois Erlass mit Freuden. Zu Hause war ich nutzlos, unsere Insel hat mich nicht gebraucht, aber hier bin ich, eine Art Häuptling. Als Anführer einer Bande habe ich die Möglichkeit, unsere Gepflogenheiten zu lehren und die Gebrauche der Palangi kennenzulernen. Und das gibt meinem Leben einen Sinn. Zum ersten Mal im Leben höre ich Schwimmen gut. So langsam bringen wir diesem fremden Kultur bei. Und sobald sie Nagakoguru verehren, zeigen wir ihnen andere Insel. Grüße, Tante Tatoa und die kleine Erki von mir. Und wenn ich fragen darf, wie geht es deiner Schwester? Ich weiß, dass sie mal für den Tempel gearbeitet hat, aber jetzt, ich vermisse sie. Ach, könnte ich doch nur Oku. Ich weiß halt nicht, wie lange ich noch die Steam-Bibliothek benutzen kann. Das ist halt so das Problem, was ich habe. Deswegen versuche ich jetzt, möglichst das Spiel zu Ende aufzunehmen. Auch wenn ich nicht so motiviert bin zum Aufnehmen. Ich muss das muss, ne? Sollte vielleicht die Skillung von Yasu noch mal ein bisschen überarbeiten. Weil ich da ja nicht wirklich ernst eingeskillt hatte. Sondern einfach nur so. Und wir jetzt wahrscheinlich noch keine Zeit mit ihm kämpfen werden. Erledigt. Ich schmecke Angst. Jetzt bist du dran. Ich hab auf den oberen gedrückt. Ach man. Wie eine Jägerin. Und jetzt einfach nur noch draufhauen. Wer macht denn mehr Damage? Hauen wir mit Eloy weiter drauf und guck dann einmal. Unverwundet. Ja, ist mir klar. Du machst ja gar nichts. Das hier. Und dann gehen wir mit Ari. Okay, er stirbt aber. Gar nicht so und schlecht. Doch nicht. Dann hat er wieder eine Kiste. Ich glaube, dann ist diese Insel sogar kleiner, als ich dachte. Ja. Okay, das ist echt nicht viel. Oh, du siehst halt ein bisschen gefährlich aus, möchte ich sagen. Ja, aus dem Gebüsch ging es nicht. Interessant. Vielleicht macht das ja Spaß. Hätte vielleicht speichern sollen, ich bin doof. Hier als erstes drauf. Okay, das war ziemlich gut. Ja, komm her. Gar nicht so schlecht.
Ja, ja, also schon ziemlich, ziemlich krass useless. Aber schon komplett am Curryen. Komplett am Curryen, sag ich. Ich bin eine Lehrmeisterin und bilge weiter durch die Lehrer. Wie geht's denn hier rein? Okay, bevor wir da reingehen, würde ich erstmal. Würde ich erstmal kurz hier alles machen, die ganzen Gegner töten und so weiter. Stellt euch der Wahrheit. Schnell. Die Frage, ob das mit Ari reicht. Eigentlich sollte. Ja, okay, das reicht. Schnell wie ein Fuchs. Okay, erstmal One-Shot. Auf einmal packt er doch den Damage aus. Komm, machen wir mal das, damit ja so geheilt wird. Oh, das hat ja süßen Damage gemacht. Das hat wirklich süßen Damage gemacht. Selbst die Laue macht mehr Damage, also ja so. Außer bei einer Kritte. Dann macht die Laue nicht so viel Damage. Ein Kinderspiel. Ich werde gerade erst warm. Ari ist halt einfach die verbesserte Miss Fortune, ne? So, meiner Meinung nach. Da hinten liegt nochmal so eine doofe Schildkröte. Und One-Shot. Nee, ich schmecke. Aber halt jetzt so. Das wird nie langweilig. Komm. Vielleicht nächstes Mal. Mein Gott, ich glaube, man hört mir an, dass ich leider nicht so viel Lust zum Aufnehmen habe. Aber das Ding ist halt, wie gesagt, ich muss halt, weil ich möchte das Projekt nicht abbrechen. Ja, ich weiß halt nicht, wie lange mir das noch gegeben ist. Das, wie gesagt, machen zu können. Deswegen, warum darf ich dich denn nicht angreifen? Ich zeige. So, dann einmal das hier. Und dann gehen wir auf die Faust. Und auf die Faust. Und auf die Faust. Drängt euch mir an! Ich werde gerade erst warm. Ich mehr Damage Ari einfach im Vergleich zu Yasuo macht. Ich meine, ja, das ist so schon gleiches Level, ne? Okay, ich krieg einfach Reset auf die Ulti. Das nehme ich natürlich gerne an. Der Wind ist nicht ab. So. Was steht hier? Die Symbole auf diesem Objekt sind in der Sprache der Bubu geschrieben. Auf der Tafel steht, die reinen Winde bewegen sich von Norden nach Westen, von Westen nach Osten und von Osten nach Süden. Nur jene, welche den Wechsel des Windes verstehen, werden seine Segel empfangen. Okay, bevor ich mir da Gedanken drüber mache, möchte ich einmal noch die Tafel da vorne lesen. So, die Glyphen ergeben ein Gebet unter einem Mantra. Sitz des Windes, Quelle deines Segens. Gib jenen deine Stärke, die deinen Wandel trotz der windgepeitschten Wellen versehen. Okay.
dann doch wieder hierhin zurück. Und dann mal kurz gucken, warte. Bewegt sich von Norden, Westen. Also warte mal, oben, links, rechts, unten. Ja. Also, oben, links, rechts, unten. Diese Sphäre, sie besteht aus reinem Wind. Ich kann die unbändige Energie in ihrem Inneren spüren. Ich kann seine Macht spüren. Und einen Beutel voller Ahornsamen, durchdrungen mit der Kraft des Windes. Ha, das hätte ich wissen müssen. Ach, jetzt noch, auch jetzt noch, lange nachdem du fort bist, habe ich noch viel von dir zu lernen, Shuma. Danke. Hm? Samen? Ja, Ahornsamen. Mein Bruder gab sie mir, als ich jünger war, und ich gab sie an Talia weiter. In meiner Schule waren die Samen ein Sinnbild für Geduld. Okay. Du bist so ruhig, Illaoi. Würdest du nicht sonst von der Bewegung des Orts erzählen und von Krakengöttern und so weiter? Ich fürchte, ich habe nicht mehr viel über die Göttin zu sagen. Sie hat mich womöglich verlassen. Oder sogar uns alle. Ach, wir mussten einiges einstecken, aber wir sind noch nicht fertig. Ich lasse nicht zu, dass ein liebeskranker Möchtegern-König meine Stadt zerstört. Zara! Was, wenn es das Schicksal von Bilgewasser ist? Was, wenn die Göttin uns prüft und wir unwürdig sind? Mir egal, was die Göttin über mich denkt. Ich lasse weder Götter noch Monster entscheiden, was mit meiner Stadt geschieht. Wir schaffen das. Auch wenn ich dich gewaltsam mitschleppen muss. Jetzt verstehe ich. Was denn? Warum so viele bereit sind, dir zu folgen? Vielleicht... Hast du recht. Gehen wir weiter, Captain. Ich finde süß, wie die sich langsam, aber sicher anfreuen. Am Anfang mochten die sich halt gar nicht. Und jetzt gibt Miss Fortune Illaoi einfach Rat, weil ja, Illaoi Menge den Glauben an die Menschheit verloren hat, so gefühlt. Das finde ich irgendwie süß. Aber auch gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen traurig, dass sie den Glauben verliert. So. Einmal bitte runter. Ach nee, was für runter. Achso, warte mal. Sieht ein bisschen nach Spinnen aus. Ja. Oh Gott. Gut, dass ich das gerade noch sage. Kein Wachstum ohne Prüfung. So leicht. Noch mehr Spinnen. Nee. Das Ding da.
Na, jetzt kommt er mehr so. Probieren wir können. Geht das? Ja, natürlich geht das. Dann nehmen wir jetzt alle raus. So. Du wirst nicht länger stehen. Ich meine, keine Ahnung, Ari ist echt stark, so. I don't know. Okay, aber wie es weitergeht, seht ihr erst im nächsten Part. Bis dann, und ich brauche Braum hier ernsthaft. Bis dann und bye bye.